Also er war schon ein bisschen gluck gemacht, wirkt ein aber bisschen. Trotzdem nicht sympathisch. Hermes. Nein, ja, nicht Hermes. Hochsympathisch. Sondern der Mann, der einen wirklich sehr... Es ist fast Ulrich Seidel. Das ist übrigens ein Jäger, den er da besucht hat. Ein Mann, der zum Beispiel in der Steiermark durchaus Polizist sein könnte. Ja. Schauen Sie selber, ob Sie das Gefühl haben, dass Sie wollen, dass dieser Mann Polizist ist. Viel Vergnügen bei Hermes und der älteste Zahn des Landes. Ich hörte von einem Mann, der ein steinhartes Riesenteil hat. So begab ich mich in den Wienerwald und besuchte den Besitzer des urzeitlichen Mahlzahns, für den die Zahnfee Purzelbäume schlagen würde. Mein Name ist Helmut Holtschuh und ich habe diesen Zahn gefunden in Gnadendorf im Bezirk Misselbach. Gefunden hat ihn ja meine Mutter. Mhm. Da haben wir einen Sand geholt in der Sandgrube, weil wir am Hausbau da haben. Mit der Schafe auf und fällt er runter. Ne? Dann habe ich gesagt, na komm, dann stecken wir gleich ein. Dann habe ich ihn mitgenommen. Ne? Von welchem Tier stammt er jetzt? Von einem Mastodon. Das war ein elefantenähnliches Tier. Ist ja 7 bis 9 Millionen Jahre. Ne? Wo wird er bei Ihnen aufbewahrt? Wie hüten Sie den jetzt? Ich hole ihn da oben stehen. Dann machen wir ihn oben in der Grenz in der Kredenzschreibung. Ich erfuhr, dass er mit tierischen Kauwerkzeugen sein Leben lang zu tun hatte. Der leidenschaftliche Fleischer und Jäger zeigte mir auch seine anderen Riesenteile. Stutzen. Der Kombinierte. Das ist ein Drilling. 30,06. 2,23er Flohwert. 7,64er Repetierer. Geschossen habe ich am meisten mit den 7,64er Mauser. Im mit Trophäen geschmückten Haus zählte er mir dann noch seine tierischen Kontakte auf. Mein Schwiegervater habe ich um 50 Schweine geschossen. Was haben wir nachgeschossen? 100 Stück Reh. Und dann vielleicht mehr sogar wie 100. 50 Schweine, etliche Hirsche. Dachse, da ist eh einer. Ich glaube, Böcke und Rehe habe ich, glaube ich, 300 geschossen. Mhm. Und Schweine habe ich 50 geschossen. Und Hirsche habe ich 12 oder 13 geschossen. Und was so noch? Füchse und Dachse und 60, 70 Fasaner. An einem Wochenende habe ich 7 Stück Rehe geschossen. Und weiß ich gut noch. Da ging auf der Pepplin habe ich einen Fuchs. Bumm. Genau ins Gipfel. Das Hirn ist 2 Meter dann gespritzt am Schnee. Da habe ich eine Reihe, ja, dann habe ich da unten geschossen. Da hat mein Angel unten einen Fischteich. Mhm. Und der hat mir immer die Fische geholt. Ja. Dann hat er gesagt, geh hier nach oben. Na, habe ich einmal nach oben geschossen. Und da fahren immer auf Untersteigenbrunnen. Ne. Na, und da haben wir oft noch 500, 600 Hosen geschossen. Hat der Rucksack ein paar Patronen mitgebracht.